Hello again, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war gerade dabei oder habe eigentlich gerade vorgehabt, so das Schlafzimmer zu putzen und meinen Schminktisch abzuräumen und zu entstauben. Und dabei ist mir wieder aufgefallen, wie mega viele Sachen ich habe, die ich nie benutze. Und ihr ahnt es schon, wir sortieren das Make-up aus. Ich werde jetzt mal euch zeigen, wie es vorher aussieht. Dann räumen wir alles ins Wohnzimmer, dann gehen wir durch. Ich werde auch versuchen, möglichst die Sachen abzugeben, die mit Tierversuchen sind. Aber ich habe da schon mal sehr radikal aussortiert. Das Video kann ich euch unten verlinken. Also das ist auf jeden Fall ein Kriterium für mich. Aber ganz wichtiges Kriterium ist auch natürlich, was benutze ich überhaupt? Und ich werde jetzt auch nicht alle Sachen wegtun, die mit Tierversuchen sind. Einfach aus dem Grund, weil damit niemandem geholfen ist. Die Sachen sind schon gekauft, die Ressourcen sind schon verbraucht, um das zu produzieren sozusagen. Und wenn ich es jetzt einfach dann wegtue, ist keinem damit geholfen, also im Nachhinein. Aber ich habe ja schon seit längerem kein Make-up mehr gekauft, wo Tierversuche verwendet wurden. Also das ist auf jeden Fall ein zukünftiges Kaufkriterium für mich. Aber ich versuche natürlich auch meine Sammlung an sich so ein bisschen umzustellen. Also, ich zeige euch jetzt mal, wie es momentan aussieht. Also, das hier ist mein Schminktisch. Hier ist noch Make-up in dieser Schublade. Ansonsten, also die ist schon relativ leer. Ich hatte ja früher auch hier noch so ein Schränkchen, das habe ich ja auch schon mal weg, das habe ich euch auch gefilmt. Die Pinsel hatte ich schon aussortiert, das war im Vlogbuch Nummer 92. Aber dennoch ist da viel, was ich nicht benutze. Also es ist jetzt keine große Sammlung mehr, also nicht so eine große Sammlung, wie YouTuber normalerweise haben. Aber ich habe schon die Version, dass ich eines Tages alles in eine Kosmetiktasche packen kann und mitnehmen kann. Und soweit sind wir hier noch nicht. Ich möchte aber auch einiges aufbrauchen. Bloß die Sachen, die ich einfach nicht aufbrauchen möchte und gar nicht benutze, die werde ich mal abgeben, denke ich. Also dann heißt jetzt mal alles ausräumen, in eine Kiste packen und rübertragen. Leute, das ist echt so heftig. Auf dem Schminktisch sah das echt nicht nach viel aus, muss ich sagen. Also halt so da ein bisschen. Und ich hatte nicht das Gefühl, als könnte viel weg. Aber jetzt, wo ich das auf dem Tisch ausgebreitet habe, ist einfach so krass viel. Und ich denke, ich könnte locker die Hälfte wegtun. Schaut euch das an. Ist das nicht mega heftig? Also hier sind Mascaras und Augenbrauenprodukte, dann Blushes und Bronzer und Contour. In den Paletten hier auch. Das ist alles Tarnprodukt, also Make-up oder Base oder so. Obwohl ich ungefähr niemals Make-up benutze. Dann eine riesen Armada an Lippenprodukte. Kein Mensch kann so viel aufbrauchen. Und hier hinten alle Lidschattenpaletten, obwohl ich eigentlich so gut wie nie Lidschatten benutze. Und ich habe eigentlich diese Palette hier, die Sweet Peach, in meinem Project Pen, aber ey, ganz ehrlich, ne? Da kann echt locker die Hälfte weg. Also deswegen ist es so wichtig, dass man alles ausbreitet und sieht, damit man mal auf einem Haufen ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie viel man eigentlich hat. Ich werde jetzt mal mich da langsam durchwuseln und vielleicht anfangen mit einer Kategorie, die mir leicht fällt. Vielleicht mit den Base-Produkten, also Make-up und Concealer und solche Sachen, weil das benutze ich echt kaum. Okay, also Phase Nummer 1 war schon mal nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe zwar immer noch zu viel, aber ich habe schon mal locker die Hälfte weg auf jeden Fall. Ich zeige euch mal kurz, was ich weg habe und was ich behalten habe. Also aussortiert habe ich hier eine BB-Cream von Kiko, eine Base von NYX, zwei Foundations von L'Oreal, zwei Camouflage-Concealer, hier eine Base von Jane Erdale, dann ein L'Oreal-Concealer, viermal Born to Glow Foundation von NYX. Und behalten habe ich Foundations, vier Stück, obwohl ich keine benutze, vier verschiedene. Eine Liquid, die Liquid Camouflage von Catrice. Eine, ach Mensch, wie heißt das noch? Eine Cushion Foundation von Physicians Formula. Eine Feste von Lush, die ist übrigens auch unverpackt. Und eine BB Cream von Kiko mit SPF 30. Dann ein Puder und drei
Base-Produkte. Einmal das von e.l.f., das ist auch gerade in meinem Project Pan, das brauche ich gerade auf. Und danach habe ich noch die zwei. Hier, das ist von Charlotte Tilbury. Den, ja, da bin ich eigentlich nicht so ganz zufrieden. Ich hatte den eigentlich nur einmal ausprobiert und dann nicht vertragen. Ich werde ihm nochmal eine zweite Chance geben und dann verkaufen, wenn es nichts wird. Hier von Lotte Lanten, das weiß ich, dass ich den vertrage. Ich würde mir so ein Produkt aber nie wieder nachkaufen. Also wenn die drei leer sind, dann war es das für mich, weil ich einfach grundsätzlich nichts eigentlich auf meiner Haut haben möchte. Dann haben wir meinen Concealer, den ich gerade benutze von L'Oreal und dann noch einen von NARS. NARS ist auch nicht tierversuchsfrei. Bei e.l.f. weiß ich es nicht. Charlotte Tilbury ist, glaube ich, tierversuchsfrei. Lush auch, Catrice auch. Bei Physicians Formula weiß ich es nicht, bei Kiko weiß ich es nicht. L'Oreal ist nicht tierversuchsfrei. Ist jetzt nicht alles tierversuchsfrei, aber ja, ich will das aufbrauchen und ich habe jetzt die Hälfte weg. Also NYX weiß ich jetzt nicht. L'Oreal ist nicht tierversuchsfrei. Das ist tierversuchsfrei, das nicht. Das weiß ich auch nicht. Okay, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, mit Blush und Bronzer und Contour. So, also das war schon ein bisschen schwieriger. Ich habe mich dafür entschieden, das hier alles auszusortieren. Eine Kiko-Palette, eine Sleek-Palette, dann meine Benefit-Palette, dann Bronzer, Bronzer, Blush, 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 Blush. Und die Sachen hier behalte ich. Zwei Face-Paletten, einmal diese hier von Becca, dann einmal diese hier von Zoeva und dann hier ein The Body Shop Blush, eins von NARS, obwohl das nicht tierversuchsfrei ist. Dann das hier ist ja aus meinem Project Pan, das brauche ich gerade auf. Dann noch eins von NARS, dann hier von The Body Shop ein Liquid Blush und ein Liquid Highlighter. Cushion Bronzer, Cushion Blush, dann hier ein NARS Highlighter. Dann von The Body Shop mein Honey Bronzer, den mag ich sehr gerne. Nochmal hier so einer von Model Co. Dann hier von Lush und nochmal von NARS, das ist der Laguna Bronzer. Also diese Sachen hier werde ich behalten und die Sachen hier gebe ich weg. So, dann haben wir hier Augenbrauen und Wimpern. Da werde ich jetzt mal kurz durchgehen, aber ich glaube nicht, dass da wirklich was wegkommt. Also meine Lieblingsmascara ist von Catrice, die Glam & Doll. Und da habe ich 4 Stück zu Hause. In der Phase, Corona-Phase, als die Kosmetikstudios alle geschlossen hatten, habe ich die gekauft und mir kaufen lassen. Allerdings ist es jetzt so, dass ich ja wieder Wimpern-Extensions habe, aber ich werde aufhören damit. Also wenn die ausgefallen sind, dann werde ich mir keine neuen mehr machen lassen. Deswegen werde ich auch die Mascara behalten, alle 4. Und auch diese zwei hier, ich habe von L'Oreal die Volume Million Lashes Mascara und von NYX On The Rise Volume Lift Mascara. Die beiden habe ich noch nicht ausprobiert. Übrigens ist NYX tierversuchsfrei, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht und ist mir wieder eingefallen. Das ist mein Lieblingsaugenbrauenpuder, das ist von Trended Up. Ich glaube, das gibt es so nicht mehr. Das benutze ich und das ist ein Backup, das werde ich auch behalten, weil das meine Naturhaarfarbe ist und das mein Lieblingsaugenbrauenpuder ist. Allerdings benutze ich im Moment ja keine Augenbrauenprodukte, weil ich einen Pony habe, aber irgendwann werde ich den wahrscheinlich nicht mehr haben. Außerdem habe ich ein Augenbrauengel von Averde, das werde ich auf jeden Fall behalten. Und zwei Stifte, einen von Maybelline. Ich habe das Gefühl, der ist gerade rausgefallen. Ja, der ist rausgefallen. Da ist nur noch dieses kleine Stückchen hier von der Mine da. Wieder rein operieren. Okay, gut, den kann ich ja wohl noch eben aufbrauchen. Auf der Rückseite ist so ein Kissen, die mag ich eigentlich nicht so gerne. Das heißt, ich werde den noch leer machen dann. Und dann habe ich hier von Kiko noch einen, der ist schon relativ kurz. Also da ist nicht mehr so viel da. Hier hinten ist ein Bürstchen. Das ist auch meine Farbe, den werde ich auch behalten. Und dann habe ich hier noch ein Cushion Eyebrow Produkt. Genau, das schaut so aus. Ich weiß nicht genau, ich bin mir nicht sicher, ob das meine Farbe überhaupt ist. Muss ich mal eben, wenn ich es rauskriege. Also das hier ist ganz praktisch, das kann man so zusammenklappen, das ist halt in der Packung. Muss mal eben gucken. Ja, das ist ein bisschen zu... Ah ja, das doch, das Dunkle ist schon eher meine Farbe. Okay, gut, dann werde ich das behalten. Das wusste ich jetzt nämlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich ein ganz süßes Set.
Okay, also kommt da nichts von weg. Okay, jetzt kommen die zwei schmerzhaftesten Bereiche. Lidschatten und Lippenstifte. Das ist wirklich das Allermeiste. Schaut mal, wie viele Produkte ich noch habe. Dagegen war ja der Rest echt, also Pipifax, ne? Das wird jetzt echt richtig, richtig schmerzhaft. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Eigentlich ist es ja egal, ne? Ich glaube, ich fange mit Lippenstiften an. Ja. Also, die Kiste hier sind die Produkte, die ich jetzt behalte bis hierhin. Aus allen Kategorien. Das ist schon ungefähr nur noch die Hälfte von dem, würde ich sagen. Da war ich jetzt schon ganz fleißig, aber jetzt wird es richtig schmerzhaft. Ich habe gerade gesehen, dass diese vier Produkte hier aus Versehen bei meinen... noch ein Produkt, dass die hier bei meinen Lippenstiften gelandet sind. Das sind aber zweimal Eyeliner, die werde ich auch behalten, weil ich die benutze. Einmal hautfarbener Eyeliner für innere Wasserlinie, werde ich auch behalten von Turn It Up. Dann habe ich hier einen braun-goldenen, ja, der ist eigentlich ganz schön, den werde ich auch mal behalten. Und einen schwarzen von NARS. Genau, so schaut er aus. Der ist eigentlich auch ganz schön. Also ein brauner, ein schwarzer und ein hautfarbener. Ich glaube, damit ist man ausgestattet und da muss ich jetzt nicht unbedingt noch einen wegtun. Ich benutze sie zwar nicht wirklich, aber ja. Okay, also Lippenstifte. Oh, mein Herz blutet jetzt schon. Okay, das war jetzt echt nicht einfach. Das ist alles, was ich behalten werde. Lip Liner, das sind hier von Trend It Up, diese Nude Sticks. Ach, schaut mal meine Hand an, krass, oder? Dann hier drin ist einer von Lush, ein unverpackter Lippenstift, den ich hier eingesetzt habe. Dann ein Lip Liner von The Body Shop. Dann ein Liquid Lipstick von Sephora, zwei von The Body Shop, ein einziges Lipgloss. Dann das hier sind diese La Macron Lippenstifte von L'Oreal. Da habe ich diese 5 hier behalten. Dann zwei Matte Me Matte Lippenstifte. 10 Stück von MAC und dann diese hier von NARS. Ach genau, und diese zwei von Nude by Nature, die quasi ja, Naturkosmetik sind. Und aussortiert habe ich diesen Haufen hier. Also zum einen diese zwei hier sind gekippt, die schmeiße ich weg. Und dieser Haufen hier kommt weg, also 4 MAC Lippenstifte, 3 von den NYX Lingerie Lippenstiften, einige, 4 sogar, 4 von den Lingerie Lip Pens, dann hier einige Lip Liner, dann 2, 3 von denen von L'Oreal, hier sind noch mehr Lip Liner, dann einer von NARS, ein Lipgloss, noch ein Matte Lipstick, noch ein Matte Lipstick, ein Lippenstift von Essence, dann nochmal 2 Lippenstifte von NARS und ein Lippenstift von Laura Mercier. Genau. Also, naja, es ist jetzt nicht die Hälfte, die weggekommen ist, weil das alles behalte ich, das kommt weg, aber vielleicht so, ja, ist es ein Drittel oder ist es ein bisschen mehr als ein Drittel, würde ich sagen. Ich könnte jetzt natürlich zählen. Ja, vielleicht zähle ich mal eben. 10. Also 54 Stück behalte ich und 32 Stück gebe ich weg. Also ja, ein Drittel Pi mal Daumen, so ganz grob. Also es ist nicht die Hälfte, aber es sind an sich trotzdem sehr, sehr viele Lippenprodukte, die ich aussortiere. Also da glaube ich, kann ich schon ganz stolz auf mich sein. Das räume ich jetzt mal weg und dann kommen wir, glaube ich, zur schmerzhaftesten Kategorie und das sind dann Lidschatten und Lidschattenpaletten. Okay, also ich habe nur einen einzelnen Lidschatten, weil den anderen habe ich gerade depotted und in meine Siebpalette. Und das ist das Color Tattoo von L'Oreal und das benutze ich als Base, wenn ich Lidschatten trage, manchmal ganz gerne. Und dann habe ich die, oder eine The Body Shop Palette, die sieht so aus und da kann man sich dann die Lidschatten quasi selber reinstecken. Also die gibt es nicht so fertig zu kaufen, sondern die Lidschatten einzeln und die...
Palette auch so. Ah, Leute. Das ist echt so schwierig für mich. Eigentlich war ich mir bis gerade eben ziemlich sicher, dass ich die wegtun will. Jetzt habe ich das Gelb geswatcht und will es eigentlich schon wieder nicht mehr. Sind die denn magnetisch? Nee. Okay, die sind leider nicht magnetisch, sonst hätte ich gesagt, behalte ich nur die, die mir gut gefallen. Oh, Leute. Okay, die hier kommt auf den vielleicht Stapel. Gut, dann habe ich hier meine selber zusammengestellte Palette. Da sind ein paar NYX-Lidschatten drin. Da mag ich aber eigentlich auch nicht alle. Aber es macht jetzt eigentlich auch wenig Sinn, einzelne Lidschatten wegzutun, weil was mache ich dann damit? Das hier ist ein Konturpuder. Vielleicht. Wow. Machen wir es mir doch mal einfach. Und zwar habe ich diese Palette hier von Hatice Schmidt. Und die habe ich bis jetzt nur ganz, 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 ganz wenige Male benutzt. Und ich muss sagen, es sind einfach nicht meine Farben. Die würde ich auf jeden Fall mal abgeben, weil jedes Mal, wenn ich sie benutzen wollte, bin ich einfach auf keinen grünen Zweig gekommen mit ihr. Also die kommt weg. Einmal die Anastasia Beverly Hills Palette Soft Glam. Die sieht so aus. Und das ist schon eher mein Ding. Die werde ich, denke ich, behalten. Die habe ich auch nur ganz, ganz wenige Male benutzt. Ich habe mal einen Gutschein geschenkt bekommen. Und die habe ich mir von dem Gutschein gekauft. Und die meisten, also hier sind viele, viele Lidschatten drin, die noch unbenutzt sind. Die hier unten sind zum Beispiel noch unbenutzt. Das Rot ist noch unbenutzt. Hier einmal benutzt, mehrmals benutzt. Einmal benutzt, das war's. Also die darf bleiben. Dann haben wir hier die Born to Run Palette von Urban Decay. Die habe ich ein paar wenige Male benutzt, aber ehrlich gesagt auch kaum. Ich darf die echt nicht swatchen, ne? Gerade war ich mir noch echt sicher, dass ich die hergeben will, aber jetzt nicht mehr. Oh, Leute. Nee, aber das sind einfach nicht meine Farben, die kommt auch weg. So, dann haben wir noch 4 Paletten. 3 davon Naked Paletten. Ich bin eigentlich ein großer Urban Decay Fan, aber ich glaube, bevor ich jetzt zu viel sage, ich schaue erstmal nach, ob die Tierversuche machen. Also Urban Decay scheint tierversuchsfrei zu sein. Ich habe hier einmal die, ist das die Rose Palette oder so? Steht das irgendwo? Ach, Naked 3, okay. Ich weiß auch nicht, ich dachte irgendwie, die heißt Rose Palette oder so. Okay, also die Naked 3. Die mag ich ehrlich gesagt sehr, sehr gerne. Deswegen werde ich die behalten, auch wenn ich die sehr wenig getragen habe in der Vergangenheit. Dann haben wir die Naked Heat Palette. Auch die habe ich weniger getragen, als ich gehofft hätte. Aber trotzdem, die Farben sind einfach genau mein Ding. Die bleibt auf jeden Fall. Und dann habe ich die Naked 1 in der Originalversion. Die ist ja nicht mehr erhältlich. Und die habe ich mal... Da hatte ich mal eine Fälschung von und habe die dann irgendwann ersetzt und seitdem ist hier nicht mehr wirklich viel weggegangen. Früher die Fälschung, die ich hatte, da war schon mehr von weg. Aber hier jetzt eigentlich nicht so. Ich habe gerade so Bock, Lidschatten zu benutzen. Ich schminke mich auf jeden Fall, wenn ich hier fertig bin. Und dann habe ich noch die Sweet Peach. Das ist momentan meine Palette aus dem Project Pen. Aber ich bin am Überlegen, die rauszuwerfen aus dem Project Pen und die Paletten wieder mehr zu rotieren. Also dann habe ich auf jeden Fall... Die hier, die ich behalten werde, Anastasia, Naked 3, Naked 1, Naked Heat und die Sweet Peach. Dann werde ich die Base auf jeden Fall behalten. Abgeben werde ich diese 2. Und jetzt bin ich mir noch nicht sicher bei der von The Body Shop, aber wenn ich die jetzt vergleiche mit den anderen, dann glaube ich, gebe ich die auch ab. Und bei dieser Sieb-Palette ist mein Problem halt, dass ich die Palette eigentlich behalten möchte. Und wenn dann die Lidschatten abgeben würde, aber das macht halt so relativ wenig Sinn. Deswegen glaube ich, bleibt die mal wie sie ist und ich werde vielleicht Lidschatten, die mir nicht gefallen, dann rausnehmen und vielleicht weiter verschenken. Aber die Palette an sich, also diese magnetische Palette möchte ich eigentlich auf jeden Fall behalten. Deswegen die Palette an sich bleibt. Vielleicht tue ich ein paar Lidschatten weg, was aber eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn macht. Genau, also haben wir behalten 6 Paletten behalten wir und einen Einzellidschatten. Und 3 Paletten geben wir ab, also wieder nur ein Drittel leider. Aber besser als nichts.
Also Zusammenfassung, das ist die Kiste mit den Produkten, die ich behalte. Das ist schon echt deutlich weniger als vorher und dazu halt noch diese Paletten hier. Und das hier sind alle Sachen, die ich abgeben werde. Ein paar davon sind PR-Samples, ein paar davon sind, oder vieles davon ist auch selber gekauft. Ich würde sagen, ungefähr vielleicht so 10 bis 20% sind PR-Samples. Vor allen Dingen von den Foundations, also das hier, NYX, ist zum Beispiel ein PR-Sample. Aber selber gekauft. Die ganzen MAC-Lippenstifte sind selber gekauft. Lidschatten und Blush und so sind sowieso selber gekauft. NARS-Produkte sind selber gekauft. Ich denke, ich werde Pakete zusammenstellen und die Pakete dann verkaufen, weil ich trotzdem, naja, ich meine, wieso sollte ich so eine Palette hier zum Beispiel nicht verkaufen? Die habe ich von meinem eigenen Geld gekauft und die sind sehr teuer und ich glaube, es freut sich bestimmt auch jemand drüber, die Secondhand zu bekommen. Ich meine, die ist ja quasi fast unbenutzt. Also hier ist bloß so ein bisschen heller Lidschatten drauf. Da, so, jetzt sieht es auch wieder neu aus. Dann so eine Palette hier zum Beispiel gibt es auch nicht mehr. Da freut sich bestimmt auch jemand, die Secondhand zu bekommen. Also ich denke, ich werde das dann über Instagram machen. In Kleiderkreisen ist es verboten, gebrauchte Kosmetik zu verkaufen. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich auch Agnes Sedina. Ich werde das aber erst nach meinem Urlaub, also erst Ende August, Anfang September hochladen. Bis dahin bin ich sehr zufrieden mit dem ganzen Zeug, was ich ausgemistet habe. Also ich würde sagen, so in Summe ungefähr ein Drittel. Es tut mir schon ein bisschen im Herzen weh, muss ich ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich benutze halt eigentlich fast gar nichts mehr. Und es ist halt auch zu schade, um kaputt zu gehen in meiner Schublade. Deswegen habe ich ein besseres Gefühl dabei, wenn ich das päckchenweise verkaufe und jemand anders da mehr Freude daran hat. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht auch angespornt, mal eure Kosmetik durchzugehen. Breitet auch auf jeden Fall alles auf einem Tisch aus, damit ihr seht, wie viel ihr eigentlich habt. Und dann überlegt mal, wie oft benutzt ihr wirklich zum Beispiel Lippenstift, wie oft benutzt den Lidschatten und wie viele Jahre braucht ihr noch, damit es leer geht. Wenn ihr meine Project Pan Videos verfolgt, dann wisst ihr, dass ich immer gucke, wie viel Gewicht ich im Monat aufbrauche bei den Produkten, die ich leer bekommen möchte und wie viele Jahre das dann noch hält. Also mein Highlighter zum Beispiel reicht mir, glaube ich, noch 38 Jahre, wenn ich so weitermache. Also das ist schon echt sehr faszinierend. Von dem her, lasst euch gerne anstecken, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Aussortier-Videos sehen wollt. Gebt mir gerne einen Daumen hoch auf das Video, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Adios!